Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Kommentar von mir und nach einer zweiwöchigen Pause auf YouTube hier, habe ich mir überlegt, ich mache mal wieder einen Kommentar. Grund dafür ist ganz einfach, ich war mit meiner Tochter heute auf der Kieler Woche. Wer es nicht kennt, Kieler Woche ist das größte Segelsportereignis der Welt. Jährlich über 3 Millionen Besucher hier in Kiel. Das sind Fressbuden, Hüpfburgen, Straßenkünstler, Live-Musik, so eine Top-Acts aus dem Pop-Genre, so was weiß ich, Anastasia und was weiß ich, Milo. Und jetzt für mich zum Beispiel am Sonntag kommt noch Jimmy Somerville. Das ist so 80er Jahre. Ja, auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Oder macht Spaß, Kieler Woche. Und auf jeden Fall bin ich gegangen mit meiner Tochter und habe dann 2 Jungs gesehen. Ja, was mögen die gewesen sein? 12. Ich sag einfach mal 12, ja. Haben sich angeregt unterhalten über ihre Playstation und über Black Flag. Und der eine auch rausgehauen, ja, Freerunning und bin ich der Held drinne. Ich hüpfe von Haus zu Haus, keiner kriegt mich. Ich habe nämlich mich reingeschmunzelt, ja, und habe aber dann den Entschluss gefasst, einfach mal einen Kommentar draufzuhauen, einfach hier so spontan. Bin dann jetzt nach Hause gekommen, Tochter ins Bett gebracht, habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben und ja, das Ergebnis hört ihr gerade. Mein erster Punkt auf jeden Fall, was ich loswerden möchte, ist der Punkt von dem Blue Suncatcher, sein Video, sein Rage-Video, ja, wo er im Auto aufgenommen hat mit einem Diktiergerät. Ich fand das Video klasse gemacht. Dieses Diktiergerät, Aufnahmen-Gedönsel, sag ich mal, hatte irgendwie irgendwas, ja. Sein Ausrasten war auch schön zu hören. Also wie gesagt, das Video fand ich ganz toll. Wollt ihr auf jeden Fall mal reinschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Was ich aber nicht so schön fand, ist das, was dann auch so ein Video mit sich bringt. Jetzt gewollt oder ungewollt, wie auch immer. Ist auch nichts gegen Blue, aber das ist so die Demotivation von anderen Spielern. Und man hat es auch gemerkt in den Kommentaren bei seinem Video, viele sagen jetzt entsprechend, ja, AC ist tot, ich spiele nicht mehr, fahr aus, vorbei. Ich spiele nur noch richtige Spiele, so Pokémon und so. Ja, finde ich sowas find ich doof. Ich wollte einmal vorher sagen, aber da hätte ich zensieren müssen. Und wie gesagt, ich finde es ein bisschen doof, ein bisschen andere Spieler demotiviert. Ich habe ja auch einen Kameraden, mit dem ich spiele sozusagen, der ist auch immer so leicht sensibel, was sowas angeht. Und wenn er sowas hört, dann auch gleich wieder, oh nee, AC macht keinen Bock mehr, ich höre auf. Macht keinen Spaß mehr, wie auch immer. Das ist immer doof, denn was solche Videos angeht. Aber wie gesagt, dafür kann der Blue nix, das macht halt das Video, oder die Art des Videos. Und ja, ich kann für meinen Teil sagen, dass es eine Phase gibt, wenn man ganz viel gesuchtet hat über Jahre hinweg, dass es natürlich dann vorbei ist mit dem Spaß daran, aber es auch irgendwann der Spaß wiederkommt und dass man dann eventuell bereut, dass man vielleicht nicht gespielt hat, wie auch immer, aber das müssen die Leute selber für sich ausmachen. Ich hatte auch so eine Phase mal gehabt, ich habe es überwunden, ich spiele einfach nur aus Spaß dieses Spiel und ich glaube, das ist der Punkt, der mich immer bewegt, weiter zu spielen. Ja, ich mag dieses Spiel, ich liebe es, ich suchte aber nicht so doll wie andere und deswegen glaube ich, habe ich immer diesen Spaßfaktor dabei. Aber naja, gut, das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, das Video müsst ihr auf jeden Fall gucken, war richtig geil gemacht. Dann natürlich auch ganz viele neuen Commentaries, die jetzt rausgekommen sind in den 2 Wochen. Ja, die Kunigunde hat noch eins rausgebracht, oder der Kunigunde, Entschuldigung. Der Jonas, der Dursa hat eins rausgebracht und, ja, es gibt viele neue Commentaries, sollte man auch auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, das war zum Thema Commentary und Blue und andere. Auf jeden Fall finde ich es geil, dass es viele neue Commentaries gibt, aber das nur nebenbei. Okay, dann hatte ich ja ein Dual-Commentary gemacht mit der Franzi, mit der falschen Schlange. Dort hatte ich euch gefragt gehabt, ob ich eventuell mal ein Talk with me machen sollte mit Newcomern. Fällt mir jetzt spontan so ein, ich sag mal Kunigunde 13. Gab es leider keine Rückmeldungen darauf. Deswegen jetzt mal die Frage, wollt ihr noch mal sehen, so ein Talk with me mit Newcomern oder lieber mit Veteranen? Ja, bitte schreibt Kommentare rein, würde mich freuen. Ja, was gibt es denn noch alles zu erzählen? Was ich festgestellt habe in den 2 Wochen, wo ich jetzt nicht Videos online gestellt habe, dass mich sehr viele Leute angeschrieben haben. Bist du der Snake? Und ja, bist du von YouTube? Hatte ich sonst so in dem Maße gar nicht gehabt. Ja, fand ich ganz gar nicht. Ganz geil. Entschuldigung. Frosch im Hals.
Das ist Real Life übrigens. Ja. Und dann gibt es zum Beispiel einen, der nennt sich Free Run auf der Xbox. Dem sein Freund hat er mir erzählt in Partys so, ja, der glaubt nicht, dass ich bin, aber ich bin ich. Also Kollege Frieren, wenn du das Video siehst, kannst deinen Kollegen sagen, er soll das Video gucken. Ich bin in deiner FL, ja, und wir spielen mal wieder zusammen. Nein, auf jeden Fall war das geil gemacht, die 2 Wochen. Ich hatte viel Spaß gehabt, viel aufgenommen. Ich hoffe, das reicht auch für alles oder für die kommende Zeit ein paar Videos, die ich habe. Ja, was gibt's denn noch zu erzählen? Jetzt bin ich außen vor weg. Ja, stimmt, was ich noch erzählen wollte, was so die Leute angeht. Ich bekomme auch viele Zuschriften entsprechend. Mach mal das, lad mal den ein, wie auch immer. Und viele glauben mir nicht, dass ich entsprechend solche Zuschriften bekomme. Deswegen, aus diesem Grund habe ich mir überlegt, machst du mal so eine Art kleinen Gewinnspiel. Ich würde gleich einen kleinen Musikfetzen einspielen. Wer zuerst in den Kommentaren unten reinschreibt, um was es sich handelt, Interpret und Lied, der darf sich was wünschen, exklusiv. Und ich werde versuchen, es umzusetzen. Ja, das heißt jetzt nicht, dass ich nach Kanada reise, mich nackt ausziehe und vor Ubisoft demonstriere für einen neuen Multiplayer. Das nicht, ja. Nach Kanada reisen, zu Ubisoft und demonstrieren ist okay, aber nackt, nein, das mache ich nicht. Wie gesagt, darf ich was wünschen? Ein Talk with me Gast oder was weiß ich, irgendwelche Geschichten. Wie gesagt, würde ich dann so machen. Wer Interesse hat, schreibt es gerne rein. Und das heißt, ich blende jetzt kurz die Musik ein. Ja, das war der Musikfetzen. Wer es nicht ganz mitgekriegt hat, einfach nochmal eingespielt. Ja, und das soll es gewesen sein von den Einspielern. Also wie gesagt, wenn ihr das Lied erkennt, ist natürlich ein Remix. Ne? Erkennt, schreibt den Originalinterpreten, Originalliedtitel rein und dann schauen wir, was geht. Was habe ich denn noch jetzt aufgeschrieben? Ja, stimmt. Ich habe ein paar neue Projekte angeleiert für mich selber. Ich werde ein paar Clip-Collections rausbringen, die unter einem gewissen Motto stehen werden. Werdet ihr auch denn sehen. Ich habe das Outtake-Video, habe ich jetzt entsprechend, bin ich dabei. Ich habe die Outtakes rausgesammelt. Die sind ein bisschen mehr geworden, als ich dachte. Deswegen bin ich jetzt gerade dabei zu filtern, was wirklich euch gefällt auch. Deswegen dauert es noch keinen Moment. Ich möchte natürlich auch entsprechend diese Outtakes ein bisschen mit englischen Untertiteln versehen, um auch gewisse Abonnenten aus dem Ausland sozusagen damit mal zu beglücken. Ja, ich persönlich möchte damit auch gerne mal jetzt den Sati grüßen, den Hex Satyricon, der mit dem ich ein bisschen Kontakt hatte vor kurzem, ein bisschen geredet hatte und er hat mir auch gesagt, er würde gerne mitmachen bei einem Talk with me, aber so ein Talk with me in Englisch, das ist nicht mein Ding, das tut mir leid. Vielleicht lässt mir was einfallen für ihn, mit ihm, weiß ich noch nicht, müssen wir mal schauen. Ja, das war das. Ich habe die Outtakes erwähnt, ich habe mir die Clip Collections erwähnt, ich habe die Newcomer erwähnt. Ich hatte doch weniger, als ich gedacht hatte jetzt hier. Das ist ja sehr merkwürdig. Ja, möchte ich jetzt zum Schluss noch hier grüßen. Das heißt, ich grüße auf jeden Fall den Kollegen Freerun, den Galaxy Hunter 20, möchte ich gerne nochmal grüßen. Ich grüße nochmal Blue mit seinem Video. Hab einen schönen Urlaub. Ich glaube, du bist gerade im Urlaub, wenn du das Video erscheint hier. Genieß das. Komm wieder heil zurück. Tja, Mensch, jetzt weiß ich gar nicht, was ich noch sagen soll. Ein paar Sekündchen hätte ich ja noch. Das ist Real Life, Leute. Das ist wirklich Real Life. Ich weiß nicht, was ich machen wollte. Talk with me wird es wieder geben demnächst. Ich habe ein paar Gäste eingeladen. Ja, er wird auf jeden Fall, werde ich jetzt mal versuchen, ein paar mehr Konsoleros zu interviewen, weil ich hatte jetzt eine Zeit lang PC-Spieler gehabt. Es wird noch einen PC-Spieler geben, aber dann mache ich kurz mal Pause mit den PC-Spielern, dann kommen jetzt die Konsoleros mal wieder dran, dass die da auf ihren Level kommen sozusagen. Ja, das war es jetzt aber wirklich von mir aus, ja. Kann ich nur sagen, habt ein schönes Wochenende, genießt es. Ich hoffe, es ist sonnig oder es wird sonnig. Ja, drückt die Daumen, dass es sonnig wird für mich am Sonntag. Jimmy Somerville Konzert, Kieler Woche. Wer Lust hat, kann gerne nach Kiel kommen. Sollte mal erleben, Kieler Woche. Ja, das war's von mir aus. Bis jetzt, denn ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.